Wir gehen heute Parfum-Shopping, beziehungsweise wir gucken mal, was es so gibt. Ich habe ja noch nie Zara-Düfte ausprobiert und ich finde, es wird mal Zeit. Wir sind hier in Ingolstadt im Westpark und ich habe eine ganz tolle Filmerin dabei, die Anna. Und ja, wir gucken mal, was passiert und bis gleich. Hi. Also wir stehen hier bei Zara. Leider geht es hier wahnsinnig zu. Deswegen kann ich nur begrenzt euch die Düfte zeigen. Red Temptation ist ja anscheinend sehr beliebt. Es riecht sehr nach Baccarat Rouge, nur ein bisschen frischer, habe ich das Gefühl, den Eindruck. Was auch immer sehr beliebt sein soll, ist der Oriental. Sieht man den, Anna? Ja. Ich habe hier auch keine Feststreifen. Moment. Ich habe mal kurz den gesehen. Aber nicht im Gesicht. Das ist okay. Na, das ist okay. Der Oriental ist wohl sehr beliebt. Ja, nicht schlecht. Film mal da unten, Anna. Red Vanilla interessiert mich. Den finde ich irgendwie cool. Red Vanilla. So, ich habe jetzt ein paar Düfte schon getestet. Zum Beispiel den Oriental und den Red Vanilla und den Gold. Der Tuberose. Mich mal interessieren. Es ist schwierig hier zu filmen. Und noch so eine Jacke gefällt mir auch sehr gut. Hm? Es ist schwierig hier zu filmen, weil es wirklich sehr arg zugeht. Aber ich werde mich jetzt mal für den Gardenia entscheiden und für den Nude Bouquet. Die haben mir jetzt auf Anhieb sehr gut gefallen. Was ich noch schön fand, war der Hibiskus. Wo habe ich ihn denn? Hier. Und da komme ich jetzt gerade nicht hin. Den Wonder Rose habe ich gerade getestet und der riecht hier in Montal, also auf dem ersten Schniff zumindest. Hier riecht ja schon alles bunt gemischt, aber auf dem ersten Schniff. Nee, war jetzt falsch. Der Rose Gourmand riecht total nach Montal. Wir sind jetzt hier mal bei Douglas, da ist ein bisschen weniger. Ich habe gerade den neuen Masque Noir Rose von Narciso Rodriguez getestet und auf den ersten Sniff hat der mir sehr, sehr gut gefallen. Gucken wir mal weiter. Sehr beliebt momentan ist auch bei vielen der Marc Jacobs Perfect Intense. Der hat mir aber tatsächlich ein bisschen zu eine starke Sesamnote, dass der mir am Anfang zwar gut gefällt, aber dann mir ein bisschen zu viel wird von der Sesamnote. Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr beliebt. Dann hat mich gestern eine Zuschauerin darauf hingewiesen, ich möge doch mal den Bulgari probieren. Und zwar den Omnia Kristallin. Und den habe ich gerade getestet und der ist wirklich wunderschön frisch. So richtig einfach nur sauber und clean riechen. Und ja, hast du recht, der ist richtig, richtig schön. Es gibt an sich relativ wenig Neues. Hier sieht man mal Lancôme und zwar die komplette Idol. Serie, den Aura, dann geht es weiter mit Le Parfum Nectar, den werde ich gleich mal mit euch zusammen testen. Ist gar nicht so einfach. Der ist so gut wie leer. Die sind ja auch super beliebt, diese Idol. Ja, es ist ein netter Duft. Mich catchen leider Idol, die Serie Idol nicht so extrem. Also ich finde sie nicht schlimm, nicht hässlich, nicht unangenehm, aber sie catchen mich auch nicht. Wohingegen Hypnose, testet den mal.
ein richtig schöner, intensiver Duft, der mir zum Beispiel von Lancôme super, super gut gefällt. Genau. Ich habe gerade mal den J'adore Parfum L'Eau getestet. Der ist ja ohne Alkohol und der ist richtig cremig und riecht auch viel cremiger als das Original. Und schaut euch mal den Sprüher an. Guckt mal. Seht ihr das? Das ist der Hammer. Also das ist richtig, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Der kommt raus wie eine Creme schon fast, aber ganz fein. Also richtig cool. Dann habe ich mal getestet diese Gisada. Und zwar den Donna und den Ambassadora for Women. Und den Gisadia, wie heißt denn der? Einfach Switzerland in Rosa, okay. Das ist auch der leichteste, ziemlich fruchtig in meiner Nase. Der rote hat mir jetzt am besten gefallen, aber ich kann ganz schlecht was rausriechen hier in der Parfümerie, weil es einfach so viele Düfte sind. Ich kann wirklich nur einschätzen, was mir irgendwie gut gefällt und so ein bisschen, ja, mein bisschen Statement, den ersten Eindruck geben. Also der ist definitiv der süßeste. Der hier ist etwas leichter, gefällt mir auch gut. Und der ist irgendwie frischer. Genau. Aber der J'adore Parfum L'Eau hat mich tatsächlich überrascht. Ich bin nämlich nicht der größte J'adore-Fan. Gut, dann schauen wir mal weiter, was wir noch Schönes finden. Ich bin jetzt mittlerweile beim DM gelandet und habe diese Düfte entdeckt. Gestern habe ich euch gestern habe ich das Video hochgeladen. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video hochkommt. Also im letzten Video habe ich euch auf jeden Fall diesen hier empfohlen, den Extreme Musk. Und schaut euch mal auch diesen hochwertigen Flakon an für 19,95 Euro. Also Respekt, Louis Varel. Wirklich extrem hochwertig. Ja, und das ist ein schöner Moschus. Hier haben wir einen schönen Amberduft. Vanillig eher, also ich finde den eher sehr vanillig. Dann haben wir den Extreme Rose. Der hat was von Montal, von der Montal-Rose. Passiert mir heute schon zum zweiten Mal, dass ich Montal rausrieche, witzigerweise. Extreme Oud habe ich jetzt nicht getestet, weil ich nicht so der Oud-Fan meistens bin und meine Nase eh schon komplett zu ist vor lauter Probieren. Extreme Oriental. Der ist auch schön. Oh, der ist auch schön. Und den Extreme Mukala, den sprühen wir uns jetzt auch noch auf. Mit einer Hand immer ein bisschen schwierig. Interessant, aber kann ich jetzt ganz schlecht einordnen. Also meine Nase ist heute wirklich komplett überfordert. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich habe jetzt ungefähr heute 100 Parfums getestet, weil ich einfach so viel wie möglich aufnehmen wollte, was natürlich Quatsch ist, weil das nicht geht. So, jetzt machen wir den Oud hier auch noch. Oh, das ist ein schönes holziges Oud, kein Kuhstall-Oud. Ich kann natürlich jetzt zur Haltbarkeit überhaupt nichts sagen von diesen Düften, aber rein von der Aufmachung und sie haben alle so einen Holzkopf, also kein Kunststoff, sind aus Glas und also richtig, richtig toll. Bei Douglas und bei Müller, muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich sehr enttäuscht. Es gibt irgendwie nur noch Flenker. Also es gibt wirklich, egal welche Marke, nur noch Flenker. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, ob das My Way war oder Idol oder wie auch immer. Macht schon fast keinen Spaß mehr. Und ich muss sagen, der Douglas war so sortiert, dass ich wirklich zu meiner Tochter gesagt habe, ich habe definitiv mehr Parfum-Auswahl zu Hause. Ja, das ist wirklich so. Diese Juniper-Leindüfte sind auch immer sehr beliebt. Genau. So, und hier bin ich also jetzt wieder zu Hause und jetzt muss ich unbedingt noch ein Schlusswort bringen bzw. euch noch zeigen, was ich denn im Endeffekt gekauft habe an diesem langen Tag mit meiner Tochter. Also ich glaube, wir waren 4 Stunden jetzt dort.
Ich bin auch wirklich gerade zur Tür rein, Jacke ausgezogen. Und ich dachte mir, ich muss euch jetzt gleich berichten. Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, und das bin ich ja immer auf meinem Kanal, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich war beim Douglas, also ist auch völlig egal. Ich bin mir sicher, den meisten Parfümerien ist es jetzt so, zumindest wenn es keine Nischenparfümerie ist. Und es gibt nur noch Flanker. Es gibt nur noch Flanker. My Way, 1000 Flanker, 1000 Schuhe in einer Reihe, ja, also der Schuhduft, ich sag's jetzt mal so. Dann gibt's von Idol ein Flanker nach dem anderen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja. Es gibt nur noch Flanker. Und ich frage mich, wie ich das früher gemacht habe, wo ich noch keine Abfüllungen bestellt habe oder einfach mir Blindkäufe gewagt habe aufgrund von Duftnoten oder so, was ich ja jetzt schon auch mal mache. Ich frage mich, wie ich das früher gemacht habe in der Parfümerie. Es riecht irgendwann alles gleich. Es ist so ein Duftschwall, der mir heute entgegengekommen ist. Ich habe wirklich viele Düfte getestet, einfach mal nur so, um einen Eindruck zu bekommen. Und da waren wenige dabei, die mich gekickt haben. Ich muss sagen, ein paar Zuschauer-Tipps von euch da draußen habe ich getestet. Zum Beispiel das Kristallin, glaube ich. Ich blende es mal schnell ein irgendwo. Und das war richtig gut. Danke für den Tipp. Ist wirklich ein underrated Duft. Da hast du recht. Ich glaube, den lege ich mir mal zu. Also war eine First Impression. Ich muss es wieder sagen, wenn man dann so viel riecht. Aber auf den ersten Sniff hat es mir echt richtig gut gefallen. Ein richtig cleaner, einfach sauber, frisch gewaschen Duft. Also war echt richtig gut. Was hat mir denn noch gefallen? Ich glaube, dieser Illusion hat mir noch gefallen von... Die haben auch Not rausgebracht. Ich blende es auch ein. Fällt mir jetzt nicht ein. Mein Kopf ist echt voll heute von diesem Tag, aber ich wollte es euch trotzdem noch schnell sagen. Und der neue von Narciso Rodriguez hat mir richtig, richtig gut gefallen. Blende ich auch die Flasche mal ein. Der hat mir also auf den ersten Sniff richtig gut gefallen. Und ich war ja heute endlich mal bei Zara, weil ich normalerweise... Ich habe noch nie Zara-Düfte getestet. Asche auf mein Haupt. Seit 30 Jahren oder länger bin ich Parfum-Freak und ich habe noch nie Zara-Düfte getestet. Gut. Habe ich dann heute mal gemacht, aber es war ein Albtraum. Es war Chaos pur. Bei mir im Zara war dieser Parfumstand direkt vor der Kasse aufgebaut und um diesen Stand rum mussten sich die Leute anstellen, um ihre Sachen bezahlen zu können. Es war eine Katastrophe. Und deswegen habe ich auch hier dann irgendwann blind zugegriffen und dachte mir, ich mache jetzt ein kleines Unboxing mit euch. Ich habe mir ausgesucht den Nude Bouquet. Der hat gekostet in 30 Milliliter 6,95 Euro. Dann öffnen wir den doch einfach mal, wenn ich wüsste wie. Der ist hier ganz gut genau verpackt. Was ich mir erwarte, Nude Bouquet. Ich erwarte mir einen zarten Blütenhaut, immer gehe sauber, frisch geduscht Duft. Also das ist nur die kleine Version für 6,95 Euro. Jetzt testen wir den. Es ist jetzt nur eine First Impression. Ich kann euch gerne das nochmal ausführlicher sagen, wie die Sillage ist, wie lange er hält und so weiter und so fort. War ein bisschen viele Sprüher. Mal schauen, ob meine Nase schon mal wieder was wahrnimmt. Ja, genau das habe ich erwartet. Das ist in Ordnung. Sowas in der Richtung habe ich erwartet. Der ist relativ clean. Frisch blumig. Das ist ein frisch blumiger Duft. Wie der sich jetzt entwickelt, wir werden sehen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mit ihm zum Beispiel in die Sporttasche packe. Wie lange und ob der hält, ich weiß es nicht. Also es ist ein sehr heller Duft, ein sehr cleaner Duft, ein sehr blümeliger Duft. Sehr frisch, frisch blümeliger Duft. Okay, das habe ich erwartet. Das habe ich bekommen für dieses Geld.
Dann habe ich mir genommen den Gardenia und mir hat ehrlich gesagt die Verpackung so gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Passt auch sehr gut hier zu meiner Wand. Ja, genau. Den Gardenia öffnen wir dann auch mal zusammen. Der hat hier so ein goldenen. Ah ja, das kann man gut abziehen. Also die Verpackung gefällt mir richtig gut. Ich frage mich echt, der Duft kostet auch irgendwie 6,95 Euro. Da ist diese Pappverpackung, glaube ich, schon ziemlich teuer. Okay, das sieht auch sehr unspektakulär aus. Ich glaube, diese 30 Milliliter Flakons sind alle relativ unspektakulär. Gardenia, ja, ich erwarte mir auch einen blümeligen Duft. Guck mal. Ich glaube, meine Tochter hatte gesagt, Mama, der riecht gut irgendwie. Und dann hat gesagt, komm, pack ein, jetzt geh mal. Jetzt nehmen wir ein bisschen was mit und geh mal so ungefähr. Oh, der ist unerwartet süß, unerwartet vanillig. Ja, das könnten Designer sein. Also das könnten Standard-Designer aus dem mittelpreisigen Segment sein auf den ersten Sniff. Ja, fruchtig auch irgendwie, hat was Fruchtiges. Fruchtig, blumig, süß, jetzt keine Offenbarung, dass man sagt, wow, Wahnsinn, Hammer. Erwarte ich auch, aber allerdings nicht für 6,95 Euro. Ja, cool, gucke ich mir mal näher an und dann sage ich euch Bescheid. Dann habe ich mitgenommen den Tuberose. Den habe ich schnell an der Kasse mitgenommen, wo ich schon an der Kasse stand. Da habe ich gesehen, dass die so kleine haben. Und dachte ich mir, ach, den nehme ich jetzt auch noch mit. So, so ein kleines Röhrchen. Ja. Das ist leider ein Roller. Ich mag Roller leider nicht so gern. Ich habe eh überall was drauf. Wie mache ich denn das jetzt? Da rieche ich jetzt nur Alkohol. Na, schauen wir mal. Süß, blumig. Kann ich jetzt noch gar nicht viel sagen. Der muss sich erst entwickeln und das ist mit dem Roller nicht so einfach, finde ich. Ja, gucken wir mal. Kann ich noch gar nicht viel sagen. Und dann habe ich ganz unten im Regal und ich dachte mir, komm, was ist ganz unten im Regal? Da war eine Staubschicht drauf, eine Staubschicht. Und ich dachte mir, komm, Soleil Dekade, dich nehme ich jetzt mal mit. Ja? Bin ich gespannt. Soleil Dekade, da stelle ich mir eigentlich so einen Sonnencremeduft vor. Irgendwas Sommerliches, ja, irgendwas, was mit Sonne, Soleil, also irgendwas Sonniges. Vielleicht so ein Verschnitt von Terrakotta. Ich weiß es nicht. Wir werden es mal rausfinden. Sind hier sehr gut verpackt auf jeden Fall. Jawohl. So. Ah, Flakon gefällt mir schon mal sehr gut. Sehr dunkel, damit hätte ich nicht gerechnet. Guckt mal. Sehr, sehr, sehr dunkel. Sieht gut aus, gefällt mir. Also Flakon richtig wertig. Oh ja, gut. Der ist frisch, jawohl. Soleil Dekade. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat irgendwie was Würziges, hat was Süß-Würziges. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich habe mir eigentlich einen helleren Duft vorgestellt. Eher so einen sonnencremigen Duft. Oh, der könnte mir gefallen. Ich glaube, der könnte mir gefallen. Den muss ich noch testen. First Impression ist cool. Passt. Heute darf jetzt dann meine Nase mal Pause machen. Genau. Kennst du einen von diesen Düften?
die ich dir jetzt hier vorgestellt habe? Oder sagst du, Mel, du musst unbedingt, wenn du wieder bei Zara bist, den und den Duft testen? Dann schreib es mir mal super gerne in die Kommentare, bitte, weil das würde mich super interessieren. Ja, also ich war so enttäuscht, ich bin momentan so enttäuscht von der Designerwelt, das sage ich ganz offen, dass ich mir denke, also entweder Nische kaufen oder gleich die ganz günstigen. Da kann man nämlich richtig tolle Düfte finden. Zum Beispiel auch die, die ich euch hier beim DM gezeigt habe. Also kann man wirklich sagen, die Designer dürfen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Das ist jetzt mal so mein abschließendes Statement. Und wenn du noch mehr Parfum-Content sehen möchtest, dann wird hier jetzt dann gleich ein Video eingeblendet. Dann klick doch mal drauf oder geh mal oben ans i. Da habe ich dir auch immer irgendwie eine Playlist oder so verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, vielleicht gleich in einem anderen Video. Tschüss, deine Melanie.